Grüezi miteinander. Seien Sie herzlich willkommen zu dem zweiten Online-Gottesdienst. Es ist toll, dass die Familie Ernst bereit war, um die Musik beisteuern. Dankeschön auch für die Rückmeldungen auf den Online-Gottesdienst vom letzten Sonntag. Aufgrund dieser Rückmeldungen habe ich hier mein Heimstudio umgebaut. Ich bin auch gefragt worden, warum ich denn nicht diesen Gottesdienst in der Kirche einsprechen. Der Grund dafür ist ein ganz einfacher. Es ist wie eine Art Anerkennung, dass wir in sehr speziellen Momenten leben, in speziellen Wochen leben, wo man eben nicht kann gemeinsam in der Kirche feiern. Sie sind daheim, ich bin da, aber ja, ich freue mich darauf, wenn wir dann wieder in der Kirche können zusammen Gottesdienst feiern. Aber ja, jetzt feiern wir halt so. Wir feiern den Gottesdienst und der Wochenspruch kommt aus dem Matthäusevangelium. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Heute wird es keine fröhliche Predigt geben. Das nicht einmal unbedingt wegen der Corona-Pandemie, sondern wir gehen ja langsam in Richtung Karwoche. Der Predigtext von der Perikopenordnung beschäftigt sich mit einem Thema, das nicht sehr erfreulich ist. Aber den Gottesdienst fangen wir an einem anderen Ort an. Mit einem Lied, wo es darum geht, dass die Gnade von Gott immer noch, auch in diesen Zeiten, bei uns ist. Wir singen, Allmorgen ist ganz frisch und neu. Wir beten. Gott, es stimmt schon. Allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu. Wir danken dir für den neuen Tag. Wir danken dir für den Sonntag. Auf der anderen Seite, Gott, wir haben uns noch nicht daran gewöhnt, dass wir nicht in die Kirche gehen können, um mit anderen Gottesdienst zu feiern. Wir fühlen uns distanziert von anderen. Die Zeit daheim hängt an und es sind da ganz viele Gefühle, wo wir ihnen zum Teil einfach ausgeliefert sind. Aber jetzt, Gott, wollen wir uns konzentrieren auf das, was du uns heute sagen willst. Und wir bitten dich, mach unsere Ohren und unsere Herzen auf. Wir wollen hören. Amen. Ich lese Ihnen einen Text vor aus dem Markus-Evangelium. In der Corona-Bible-Challenge lesen wir ja zurzeit das Markus-Evangelium. Wir sind zwar erst morgen dann im Kapitel 5, ich lese Ihnen aber aus dem Kapitel 10 einen Abschnitt vor.
Das, was gerade vorher passiert ist, Jesus ist angegangen und hat seinen Freunden gesagt, hört mal, ich, wenn wir jetzt nach Jerusalem gehen, ich werde leiden und getötet werden. Und dann kommt das, Markus 10, Vers 35 bis 45. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber, zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das zu geben, steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Text, der von der Perikopenordnung für den heutigen Sonntag vorgeschlagen wird, steht im Hebräerbrief. Im Kapitel 12 lese ich Ihnen die Vers 12 bis 14 vor. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt,
sondern die zukünftige suchen wir. Wir gehen mit grossen Schritten auf die Karwoche zu. Am nächsten Sonntag ist schon Palmsonntag, der Anfang der letzten Tage vom Leben von Jesus. Die Kar-Geschichte ist eine Geschichte von grosser Einsamkeit. Dort ist ja das letzte Mal am letzten Sonntag schon darum gegangen. Zum Beispiel in Gethsemane, wo Jesus komplett allein ist. Kar-Geschichte ist eine Geschichte von Einsamkeit. Wir sind in dieser Coronavirus-Pandemie auch einsamer geworden. Und zwar nicht nur Menschen, die allein wohnen, sondern auch Menschen, die in ein gutes soziales Umfeld eingebunden sind. Es ist einsamer geworden. Skype-Telefon sind kein Ersatz für ein Gespräch, wo man an einem Tisch sitzt und so kann reden. Irgendwie durch einen Fußspalt, durch einen Türspalt, tut sich die Einsamkeit in unser Leben hineinschleichen. In dem Hebräerbrief geht es auch darum, um eine Art Quarantäne. Allerdings nicht um eine Quarantäne, wo jemand quasi eingeschlossen wird in einem Haus, sondern wo jemand ausgeschlossen wird aus der Gemeinschaft, aus der Stadt raus, wo jemand rausgetrieben wird, um dort quasi in der Quarantäne zu sein. Jesus hat gelitten, draussen vor der Stadt, und wir sollen zu ihm rausgehen, um seine Schmach zu tragen. An dieser Stelle vielleicht etwas Grundsätzliches zum christlichen Glauben. Christlicher Glaube kann leiden. Er sucht das Leiden nicht, aber er kann anerkennen, dass es das gibt. Das steht natürlich komplett konträr zu dem, wo uns die heutige Spassgesellschaft und der Zeitgeist sagen. Du musst doch Spass haben. Du musst doch Erfüllung suchen. Du musst doch Erfolg haben. Aber schauen Sie, das Leben von Jesus, das ist kein Erfolg gewesen, nach unserem Maßstab. Jesus ist als Verbrecher hingerichtet worden. Er hat keinen Erfolg gehabt. Und Spass schon gar nicht. Christlicher Glaube sagt also, es ist normal, dass man leiden muss. Und wenn du leidest, dann ist das so, wie dein Vorbild, wie die Erlöser das auch gemacht hat. Leiden ist normal. Du suchst das Leiden nicht, das Leiden wird dich einfach finden. Damit wir uns jetzt recht verstehen, ich rede hier von dem Leiden, wo wir so in der Spassgesellschaft antreffen können. Es gibt seelisches Leiden, da sollte man sich unbedingt Hilfe suchen. Da sollte man unbedingt professionelle Hilfe aussuchen. Ich rede von dem, was uns einfach in unserer Existenz trifft. Und dazu gehört das Leiden. Gerade im Leiden, da spielt der christliche Glaube seine Stärke aus. Weil wenn du leidest, sagen die Evangelien, glaub mir, du bist nicht allein. Jesus hat auch gelitten. Er hat viel gelitten. Wenn du leidest, heisst das, dass du etwas falsch gemacht hast? Nein, das muss es überhaupt nicht heissen. Wenn du leidest, das ist einfach wichtig, du bist nie allein. Das ist das eine dazu. Das zweite ist allerdings genauso wichtig. Im christlichen Glauben wird das Leiden nicht zweckrationalisiert. Es geht nicht wie im alten latinischen Spruch per asperum ad astra. Es geht halt schon durchs Rauchen durch zu den Sternen. Es ist nicht wie einem jeder Selfmade-Millionär erzählen will, dass er schon auch durch harte Zeiten durch hat müssen,
Zum Beispiel dort, wo ihm einmal einer gesagt hat, er sei schon ein bisschen ein blöder Kaib. So haben wahrscheinlich auch die Jünger in der Lesung vorher gedacht. Sie haben Jesus schon irgendwie zugehört, dass irgendwie er wird leiden müssen, sie sind ihre besten Freund. Aber gell, sagen sie, denn wenn das vorbei ist, gell, dann werden wir links und rechts von dir sitzen und werden an deiner Herrlichkeit teilhaben. Christlicher Glaube, da akzeptiert, dass es manchmal kein Happy End gibt. Manchmal geht es nicht gut aus. Menschen sterben. Es trifft ein Leid. Das Leben von Jesus auf dieser Welt hat auch kein Happy End gehabt. Sein Leben hat geendet, indem er gefoltert worden ist, qualvoll zu Tod gebracht worden ist, und zwar auf die Art, wie man Schwerverbrecher tötet hat, am Kreuz. Jesus hat auf dieser Erde keinen Erfolg gehabt. Im Hebräerbrief geht es jetzt darum, dass wir unser Leiden mit seinem verbinden. So wie Jesus gelitten hat, an dem sollen wir Anteil haben und wir sollen zusammen zu ihm rausgehen, zu dem leidenden, geschundenen Christus. Das macht der Text sehr stark. Und da liegt eine grosse, grosse Kraft drin. Wir, wenn wir leiden, sind mit Christus verbunden. Natürlich, wir kennen die Geschichte vom Evangelium. Es wird Ostern werden, wenn auch vielleicht nicht in 2 Wochen. Aber bis es Ostern wird, stehen wir doch einfach dazu. Es gibt das Leid, es gibt das Leiden. Wir gehören nicht zu den Siegern, wir gehören zu dem, der durchs Leiden zum Leben durchgebrochen ist. Die Vers stehen am Ende vom Hebräerbrief im Kapitel, wo quasi wie zum Abschluss der Autor noch ein paar Tipps geben will. Und der Vers, der jetzt als Abschluss von unserem Predigttext da steht, der hat es jetzt also wirklich in sich. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Vielleicht haben wir uns ein bisschen zu gut eingerichtet in unserem Leben. Das Leben sehr zerbrechlich ist, das erleben wir zurzeit. Das ist auch wie eine Art Botschaft von Dukar-Zeit. Vielleicht haben wir uns zu gut in unserem Leben eingerichtet. Aber da, sagt der Hebräerbriefautor, da können wir nicht bleiben. In der Dukar-Geschichte bei Jesus, da ist viel gegangen. Sachen sind aufgebrochen. Und weite Teile der ganzen Bibel sind Geschichten vom Aufbruch. Geschichte vom Abraham, Geschichte vom Mose, alles Geschichten vom Aufbruch. Es kann nicht bleiben, wie es ist. Es wird neu werden und es muss neu werden. Die Frage stellt sich also wie eine Art Gott, wo willst du mich? Wo ist mein Platz? Was muss sich in meinem Leben ändern? Wenn wir auch nochmal zurückgehen zu der Lesung von vorher, dann hat das, was sich muss oder kann ändern, wahrscheinlich etwas zu tun mit anderen Menschen. Wo Jesus sagt, wer gross sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wir gehören zu dem Erlöser, der sein Leben gegeben hat, draussen in der Einsamkeit. Wir sind eingeladen in die Gemeinschaft mit ihm, ins Zusammensein, um seine Schmach zu tragen, um das Leiden anerkennen und akzeptieren,
Und wir sind auch aufgerufen, dann von dort her Entscheidungen zu treffen über unser eigenes Leben. Wo geht es an? Wer braucht auch unsere Hilfe? Es geht nicht um unser Leben, um unsere Bequemlichkeit, sondern es geht darum, dass wir in der Nachfolge von dem stehen, wo sein Leben gegeben hat für andere. Amen. Ich lade sie ein, mit mir zu beten. Gott, wir wissen wirklich nicht, wie das noch werden soll. Jeder und jede hat Befürchtungen und auch Angst. Gott, sei du bei uns. Hilf uns zu tun, was in unserer Macht ist. Und Gott, bitte, schau du zu uns. Wir bitten dich auch, Gott, für die Menschen in den Spitälern, wo sich grosse Sorgen machen wegen dem, was noch kommen könnte. Bitte Gott, gib allen Weisheit, denen in der Ärzteschaft, denen in der Pflege. Gib ihnen viel Kraft und viel Liebe zu den Menschen, die mit grosser Not zu ihnen kommen. Wir bitten dich auch Gott für unsere Regierung, dass sie weise Entscheidungen trifft, in der Krise, wo wir drinnen stehen, aber auch sonst. Und verbunden mit der ganzen Christenheit stimmen wir ein in das Gebet, wo du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mit dem stehen wir am Ende von diesem Gottesdienst. Schön sind sie dabei gewesen, auch wenn es nur online war. Wir
sind mit in der Corona Bible Challenge. Das finden Sie auf unserer Seite. Sie können immer noch einsteigen. Jeden Tag lesen wir ein Kapitel aus dem Markus-Evangelium und jeweils eine von meinen Kolleginnen und Kollegen oder ich machen dann einen kurzen Clip machen über das Kapitel. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einer Woche wiedersehen und vor allem, wenn wir uns dann wieder mal die Hand geben können. Wenn wir gehen, dann gehen wir mit dem Segen von Gott. Gott segnet dich und auch behütet dich. Gott lässt sein Gesicht leuchten über dir und er ist dir gnädig. Gott schaut dich gern an und er gibt dir Frieden. Amen.